Wie freue ich mich, dich mal wiederzusehen. Woher kennst du so eine Fluse? Von früher. Wir haben zusammen die Kochausbildung gemacht und zur Krönung hat die auch noch meine Abschlussprüfung sabotiert. Und das hier, das wird nämlich ihre neue Chefin. Projektchefbüro startet jetzt. Helen, meine Zeit ist knapp. Du hast dich bei uns beworben. Also, was hast du uns zu bieten? Mist, was macht denn der Chef schon hier? Du musst irgendwas einfallen lassen, Sonja. Entschuldigung, aber ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Puh, was für ein Tag, Mädels. Ich habe jetzt alle Dienstpläne geschrieben und die Menükarten für den restlichen Monat erstellt. Und du hast hoffentlich deine Bewerbung als Kantinenchefin abgegeben, Barbara. Kantinenchefin? Ich liebe es, Köchin zu sein. Ja, Franzi hat aber schon recht. Du machst eh die ganzen Chefsachen hier. Du hast dich beworben, oder? Ich möchte halt irgendwann mal mein eigenes kleines Restaurant. Ja, und da brauche ich einfach mehr Geld dazu. Du kriegst den Job. Und wenn du dann dein eigenes Restaurant hast, dann werde ich Chefköchin mit dir. Ah, da warten wir jetzt erstmal, wie du deine Abschlussprüfung meisterst. Mit dir als Lehrbeauftragte schafft es sogar Franzi. Was soll denn das jetzt heißen, Sonja? Ja, was wohl? Mädels, Feierabend. Ihr könnt morgen weiter diskutieren und jetzt lade ich euch auf den Absacker ein. Cool. Sorry, Mädels, ich muss passen. Ich hab Strickabend. Spaßbremse. Ja, vielleicht springt mal ein Pullover für uns raus. Und wir können ja auch zu zweit in die Machbar. Vielleicht ist der süße Kellner dann wieder da. Stimmt. Super, ich brauche noch 5 Minuten, um mich aufzurüschen. Los geht's. Von wegen 5 Minuten, das mit dem Aufhübschen hat eine Ewigkeit gedauert. Ja, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Auf jeden Fall. Oh, da ist er. Papsi, da ist er. Wie sehe ich aus? Hm? Wunderschön, mein Engelchen der Morgenröte. Aber atmen nicht vergessen. 2 Prosecco, bitte. Oh, was für ein Tag. Oh Gott, das ist Helen. Helen Hoffmann. Oh Gott, hoffentlich sieht die mich nicht. Barbara, huhu! Schatzal. Wie freue ich mich, dich mal wiederzusehen. Na, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Die Prosecchi sind für uns, danke. Schatzal. Das billige Zeug, wirklich? Na komm, lass mal, ich lade dich ein. Eine Flasche Champagner, bitte. Helen, das ist nicht nötig. Ach, papalapap, Schatzal, ich kann es mir doch leisten. Ich arbeite inzwischen in den besten Häusern als Küchenchefin. München, Paris, London. Na, schön für dich. Ja, nicht? Und du? Was machst du so? Ich? Ich sie hasse. Diese Intrigantin hat wohl vergessen, was sie mir alles angetan hat. Und jetzt prallt Helen, wie erfolgreich sie ist. Und was mache ich? Ich brate Currywürste in der Kantine. Gott, das ist so demütigend. Nee, diese Genugtuung gebe ich ihr nicht. Ich leite inzwischen ein kleines, erfolgreiches Unternehmen. Mensch, das ist ja toll, Barbara. Da stimmt das Sprichwort wohl doch mit dem, du weißt schon, blinden Huhn und dem Korn. Was ist das denn für ein Unternehmen? Oh, Mist. Da fällt mir gerade ein, ich muss Sonja unbedingt noch sagen, dass sie die Bestellung noch faxen muss. Oh, was? Ja, ja, die Bestellung, du weißt schon. Da müssen wir jetzt leider. Tut mir leid. Aber du kennst das ja selber, die Arbeit geht vor. Na los, wir müssen uns beeilen. Ein andermal, Helen. Ja. So, komm. Der Champagner. Sorry, dass ich dir dein Flirt vermasselt habe. Ach, nicht so schlimm. Der Süße ist beim nächsten Mal auch noch da. Aber diese Champagner-Tussi hoffentlich nicht. Woher kennst du so eine Fluse? Von früher. Wir haben zusammen die Kochausbildung gemacht und nein, bevor du fragst, wir sind nicht befreundet. Ganz im Gegenteil. Die ist schuld dran, dass ich in der Kantine arbeite. Aber du liebst doch deinen Job. Ja, aber geträumt habe ich natürlich von was anderem. Also hast du eben geflunkert, weil sie erfolgreicher ist als du? Ja, wenn ich der gesagt hätte, was ich wirklich mache, dann wäre die auf meinem Selbstwertgefühl Schlittschuh gelaufen. Wie damals.
Wieso, was war damals? Ich dachte, sie ist meine Freundin und habe ihr vertraut. Dann hat sie hinter meinem Rücken einen ziemlichen Dreck abgezogen. Was für eine linke Bazille. Ja, das kannst du laut sagen. Und zur Krönung hat die auch noch meine Abschlussprüfung sabotiert. Sie hat was? Ja, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Wir mussten damals ein Drei-Gänge-Menü kochen. Mein Rezept für die Hochzeitssuppe war der Hit. 3 Sterne, mindestens. Helen hasste mich dafür, weil ich besser war. Und weil meine Suppe perfekt war. Ja, fast. Nur ein Spritzer Zitrone hat noch gefehlt. Als ich ganz kurz weg war, um eine Zitrone zu holen, hat sich Helen an meinen Topf geschlichen und mir im wahrsten Sinne des Wortes die Suppe versalzen. Ich habe gerade so mit einer 4 bestanden. Mein Traum, der war zerplatzt. Und keins der guten Häuser hat mir eine Festanstellung gegeben. Ich habe die Kuh vom ersten Moment an nicht gemocht. Aber dich, dich mag ich. Dank. Ah, da sind Sie ja. Morgen, Frau Laue. Guten Morgen, Herr Jansen. So, die Menükarte für nächsten Monat ist mal wieder fällig. Kümmern Sie sich bitte drum. Schon erledigt, wie immer. Sehr gut, gut, gut. Ja, wissen Sie, an die 200 Leute haben sich auf die Stelle der Kantinenchefin beworben. Ich habe mich ja auch beworben. Ja, ja, ich weiß. Und das hier, das ist meine erste Wahl. Ist das meine Bewerbung? Frau Laue, nein. Ich bitte Sie, ich kann Sie unmöglich zur Kantinenchefin machen. Da, wo Sie jetzt sind, sind Sie unentbehrlich. Herr Jansen, ich arbeite jetzt seit 5 Jahren hier. Ich habe diverse Fortbildungen gemacht. Ich mache die ganzen Menüpläne, die Dienstpläne. Ich mache quasi alles. Ich verstehe ja, dass Sie enttäuscht sind, aber ich kann da unmöglich... Oh, Herr Jansen, ich mache das sogar ohne zusätzliche Bezahlung. Ich dachte, Sie honorieren das vielleicht eines Tages. Das tue ich. Das tue ich ja. Ich denke da an eine kleine Gehaltserhöhung. Und Sie greifen dafür der neuen Kantinenleitung entsprechend unter die Arme, genauso wie Sie das bei mir gemacht haben. Ich werde nämlich befördert. Und dann leite ich alle Kantinen der Firmenkette. Ja, dann Glückwunsch. Danke. Tja, bevor ich es vergesse, machen Sie bitte einen Termin mit der Bewerberin aus. Ja? Okay. Das wird nämlich Ihre neue Chefin. Das kann nicht wahr sein. Helen, das ist wie ein Fluch. Die macht alles kaputt. Immer. Erst bei meiner Ausbildung und jetzt hier. Wenn Helen hier anfängt, wird mein Leben zur Hölle. Nein, schlimmer noch. Wenn die hier aufläuft, weiß sie, dass ich gelogen habe. Alles in Ordnung? Ja. Ich kontaktiere die Dame dann. Ja, bitte. Guten Hunger. Guten Hunger. Babsi, was ist mit dir los? Jansen will mir den Job nicht geben. Spinnt der? Was denkt er sich denn? Was denkst du dir, Franzi? Ich hab Hunger. Oh, was? Servus, hier. Peter, einen guten Hunger. Und wer soll den Job bekommen? Jetzt halte ich fest. Helen Hoffmann. Was? Das glaube ich nicht. Was bewirbt sich die Champagner-Troller denn hier? Ja, was weiß ich. Da, schau's dir an. Also mit den guten Häusern hat's ja schon mal nicht gelogen. Aber hier, 6 Wochen, 10 Wochen. Und da war sie nur 18 Tage. Und keine Arbeitszeugnisse. Wetten? Die hat sich reingeschleimt und ist dann geflogen. Ja, das kann gut sein. Wir müssen was unternehmen. Ja. Aber was? Jansen ist doch am Donnerstag auf einer Beerdigung. Und? Ja, und genau da kommt sie zu mir zum Vorstellungsgespräch. Du willst Chefin spielen? Ich meine, das ist zwar nicht die feine Art, aber manchmal geht's halt nicht anders. Und wenn du dem Chef sagst, was du über Helen weißt? Nee, vergiss es. Ich kenne Jansen. Der denkt dann, ich bin neidisch. Stimmt ja auch irgendwie. Aber ich find's einfach so unfair. Die kriegt immer alles und ist so faul. Du
rufst jetzt an. Sag ihr am Donnerstag um 10.30 Uhr in meinem Büro. Endlich ist er weg. Also ran ins Werk. Projektchefbüro startet jetzt. Jetzt fehlt nur noch der Kaffee. Lass mal, ich kümmere mich drum. Dann hast du genug Zeit, dich umzuziehen. Danke. Du kommst mir ja gerade recht. Ganze Zeit verschwinden und jetzt noch Kaffeepause machen. So nicht, Fräulein. Komm schon, Sonja, das ist für eine gute Sache. Der gute Zweck heißt Brot für die Welt und nicht Kaffee für Franzi. Quatsch, der Kaffee ist überhaupt nicht für mich, sondern für dich. Für mich? Da komme ich jetzt nicht mit. Also, in Kurzform. Der Chef will Babsi nicht befördern und stattdessen irgendeine Helen Hoffmann. Die ist aber ein böser Drachen, deshalb müssen wir das verhindern. Und was habt ihr vor? Und wie kann ich helfen? Wusste ich doch, dass du mit im Boot bist. Also es ist besser, wenn du nicht alles weißt. Das wirkt echter. Vorweg, Helen kommt um 10.30 Uhr. Ja, aber da ist der Chef doch auf der Beerdigung. Eben. Deshalb servierst du den Kaffee gleich Barbara. Und zwar ins Büro vom Chef. Und sag ja nicht Barbara zu Barbara, sondern Chefin. Und bevor du gehst, frag sie, ob sie noch einen Wunsch hat. Ah, ich verstehe. Ihr wollt den Drachen abservieren. Da bin ich dabei. Und die Tasse hier, die ist für den Drachen. Wetten, der wird nicht nur das Bewerbungsgespräch nicht schmecken. Sagt Ihnen der Name Helen Hoffmann etwas? Hat die bei Ihnen gearbeitet? Ja, die hat hier gearbeitet, aber nicht lange. Das ist ja interessant. Und darf ich fragen, warum? Na, sagen wir es mal so. Also wir waren nicht ganz zufrieden mit Frau Hoffmann. Also entweder sie kam zu spät oder erschien überhaupt gar nicht. Und wenn sie dann mal da war, da hat sie grundsätzlich alles falsch gemacht. Also ganz ehrlich gesagt waren wir alle recht froh, als sie nicht mehr hier war. Ja, das kann ich mir vorstellen. Danke, da haben Sie mir wirklich sehr geholfen. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Der Drachen ist gelandet. Was für ein Drecksloch. Hallo, ich bin Sonja. Sie müssen Helen sein. Ja, ich bin Frau Hoffmann. Na dann, Frau Hoffmann, bitte folgen Sie mir. Sie werden bereits erwartet. Ja, bitte? Frau Hoffmann wäre dann da. Danke. Frau Hoffmann. Hallo, Helen. Komm doch rein, setz dich. Schön, dass du da bist. Barbara. Setz dich doch. Du heißt jetzt Laue. Du kannst mich natürlich auch Schatzel nennen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe geheiratet, habe mich scheiden lassen und habe den Namen meines Ex-Manns behalten. Naja, alles ist ja besser als Barbara Schmidt, nicht wahr? Helen, meine Zeit ist knapp. Du hast dich bei uns beworben. Also, was hast du uns zu bieten? Na, das weißt du doch. Ich bin die perfekte Allround-Besetzung. Ich war zuerst Demi-Chef der Partie, dann Sous-Chef und zuletzt Chef der Partie. Und das nur in den besten Häusern, wie du weißt. Ja. Aber das hier ist eine Kantine. Ich finde dich ehrlich gesagt etwas überqualifiziert mit all deinen Erfahrungen. Naja. Die anderen Bewerber haben zwar nicht so gute Qualifikationen, aber sie haben alle Zeugnisse und die hast du nicht. Weil sich Können eben rumspricht. Ich wurde immer durch Mundpropaganda weiterempfohlen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Barbara, hör zu. Lass uns doch einfach vergessen, was damals passiert ist. Gib mir eine Chance. Ich habe diese überkandidelten Häuser satt. Ich habe Lust auf was Bodenständiges, auf ehrliche Küche. Ja? Entschuldigung, aber das hier muss dringend unterschrieben werden. Was ist mit den Japanern? Der Termin steht, ihr Flug ist gebucht. Sehr gut. Kann ich das auch später unterschreiben? Ich bin ja gerade im Gespräch. Okay, gut.
Entschuldige, Helen. Wir expandieren und ich soll in den Vorstand berufen werden. Bam, das sitzt. Okay, vielleicht war das mit dem Vorstand ein bisschen dick aufgetragen. Aber jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ah, das geht mir gerade runter wie Öl. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht auffliege. Sonst bin ich echt erledigt. Ja? Ach, vielen Dank. Danke, Sonja. Haben Sie sonst noch einen Wunsch, Chefin? Nein, vielen Dank. Sie hätte ihr Gesicht sehen sollen, wie sie den gesalzenen Kaffee getrunken hat. Kannst du dir vorstellen, großartig. Mist, was macht denn der Chef schon hier? Das darf doch nicht wahr sein. Du musst dir irgendwas einfallen lassen, Sonja. Ich war Barbara. Los, Sonja, schnell! Helen, dir ist aber schon bewusst, dass wir keine Gehälter zahlen können wie in diesen Spitzenhäusern. Entschuldigung, aber ich habe was ganz Wichtiges. Ja? Oh, das ist allerdings sehr wichtig, Helen. Ich muss leider los. Es tut mir wahnsinnig leid. Bring dich aber noch schnell runter in die Küche. Was soll ich in der Küche? Probearbeiten. Nur wer die Abläufe unten kennt, kann oben gute Arbeit leisten. Ja, aber du weißt doch. Ja, du wolltest eine Chance. Hier ist die Schatzel. Los geht's. Hallo, Herr Jansen. Ist die Trauerfeier schon vorbei? Ja, ich habe mich vom Leichenschmaus drücken können. Kann ich jetzt bitte in mein Büro? Nein, in Ihrem Büro jetzt. Nein, da ist jetzt niemand. Nicht in Ihrem Büro, in der Küche. Könnten Sie bitte mal nachschauen? Da ist dieser Konvektomat kaputt. Ja, dann rufen bitte, Sie einen Techniker. Kommen Sie mal mit, das geht jetzt nicht. Kommen Sie mal bitte mit und schauen Sie mal nach. Ja, wenn es sein muss. Funktioniert doch bestens. Ja, das ist wohl der Vorführeffekt. Ja, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Sie nehmen mich auf den Arm. Würde ich doch nie machen. Ja, wie auch immer. Rufen Sie den Techniker, wenn noch was ist. Ich kümmere mich mal um meine Arbeit. So, das ist dann die Küche. Und das ist Sonja, aber ihr kennt euch ja schon. Und das ist die Frau Hoffmann, die hilft dir heute ein bisschen. Und ich bin dann mal weg. Viel Spaß. Tja, na dann. Ich hoffe, Sie können an. Komm, hier. Bitte. Was soll ich jetzt damit machen? Ja, was wohl? Schälen. Aber erst anziehen, Hände waschen, zack, zack. Und danach wird's hier geschrubbt. Komm. Bieten. Hey, du da. Wenn du nichts zu tun hast, dann polier gefälligst das Besteck, ja? Ich bin hier nämlich bald Chefin und wenn ich eins nicht leiden kann, dann sind das so faule Drückeberger wie du. Na los, polieren! Hey, passen Sie doch auf! Tut mir leid. Haben Sie vielleicht meinen Schlüsselbund gesehen? Da ist er ja. Sagen Sie mal, kennen wir uns? Sind Sie die neue Aushilfe? Von wegen Aushilfe. Ich bin eine Spitzenkraft. Ich habe mich hier als Kantinenchefin beworben, aber eure Geschäftsführerin lässt mich Sklavenarbeit machen. Aus reiner Boshaftigkeit und Niedertracht. Das war's. Ich bin geliefert. Verdammte Axt. Das Ganze war aber auch eine bescheuerte Idee. Und das alles nur, weil ich Helen mal eins auswischen wollte. Ja, das habe ich jetzt davon. Das kostet mich meinen Job. Sie haben sich beworben. Ja. Bei der Geschäftsführerin? Ja, bei Barbara Laue. Ich kenne sie noch von früher, also kein Wunder, dass es hier so ein Saftladen ist. Aber wenn ich erstmal Chefin bin, dann wird sich hier einiges ändern. Wird der Laden ganz neu aufgerollt. Es braucht ja wirklich generell eine Überholung. Speisekarte und Personal. Aha. Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Na, ganz einfach. Ich mache aus der Würstchenbude hier eine kulinarische Perle. Aber das ist eine Betriebskantine. In einer kulinarischen Perle werden sich die meisten das Essen gar nicht mehr leisten können. Und? Ich will ja auch nur die zahlen können. Zur Not werden eben ein paar Gehälter gekürzt, Stellen gestrichen. Ich mache keine halben Sachen.
Ich will ganz nach oben und auf dem Weg dahin sehe ich zu, wie Barbara Laue ganz unten aufklatscht. Und genau das wird passieren. Dabei wollte ich nur verhindern, dass Helen hier Chefin wird. So, jetzt bleibt nur noch die Flucht nach vorne. Frau Laue, ich glaube, Sie haben mir ein bisschen was zu erklären. Ja, es ist wahr, Herr Jansen. Ich habe mich als Chefin ausgegeben. Aber nur damit Helen den Job nicht bekommt. Es tut mir wirklich leid, dass ich gelogen habe. Aber ich bereue nicht, dass ich versucht habe, diese Person loszuwerden. Du elende Lügnerin. Ja, das bin ich. Aber nur aus der Not heraus. Du bist weder fachlich noch menschlich dazu geeignet, hier Chefin zu sein. Sagt wer? Du? Hier, das ist Ihre Bewerbung. Rufen Sie die ehemaligen Arbeitgeber an, die werden Ihnen alles bestätigen. Das werde ich nicht tun. Dann sind Sie also der Boss. Ja, Leonard Jansen, Geschäftsführer. Freut mich. Tut mir leid, dass wir uns so kennenlernen. Frau Laue, Ihnen ist hoffentlich klar, dass das Konsequenzen haben wird. Ja, natürlich. Verdammt, das ist so unfair. Am Ende bekommt sie alles und ich gehe wieder leer aus. Die ganze Schufterei umsonst. Ich bin dieses Mal wirklich selber schuld. Aber vorher werden Sie noch mit Franzi mein Büro für die neue Kantinenleiterin herrichten. Also wirklich unglaublich, was die hier abgezogen hat. Das haben Sie ganz richtig gemacht. Die hat es sowas von verdient, gefeuert zu werden. Und die anderen gleich mit. Die stecken hier nämlich alle unter einer Decke. Wenn Sie das sagen, aber zunächst einmal zu Ihnen, Frau Hoffmann. Ich bin ja auch selber schuld. Das war eine total bescheuerte Idee und jetzt stehe ich vor dem Nichts. Ach komm schon, du findest doch bestimmt sofort wieder was Neues. So, hier sind noch ein paar Sachen für die neue Chefin. Wenn Sie die bitte noch einräumen würden. Herr Jansen, es tut mir so leid. Sie wiederholen sich. Und Ihre Tränen werden an meiner Entscheidung auch nichts ändern. Gut. Aber das ist ja... Ja, Ihr neues Namensschild. Mir ist klar geworden, wie sehr Sie das alles hier lieben und vor allem, wie sehr Sie hier alle lieben. Herr Jansen, danke. Wir brauchen Sie ja einfach. Ich werde das Beste draus machen. Dankeschön. Genießen Sie den Aufenthalt in Ihrem neuen Büro. Danke.